Heute machen wir hier einen Wasserinfiltrationstest auf einem Kleegrasschlag in der Landwirtegruppe Osnabrück. Das sind hier Biolandbetriebe in Niedersachsen in Deutschland. Und wir testen, wie lange das Wasser braucht, eine definierte Menge Niederschlag, die entsprechend 25 Liter Niederschlag pro Quadratmeter sind. Wir testen, wie lange dieses Wasser braucht, in einem definierten Bereich zu versickern. Ja, die Wetterbedingungen heute sind hier nicht ganz ideal, weil wir Schneefall hatten über Nacht. Der kam gestern Abend und jetzt haben wir aber hier einen Bereich, hatte der Betriebsleiter vorher abgedeckt mit einer Abdeckung und wir können jetzt eben auf nicht schneebedecktem Boden diesen Wasserinfiltrationstest durchführen. Wir haben hier drei Wiederholungen des Versuchs angelegt. Bei der ersten Wiederholung hatten wir eine Versickerungsdauer von etwa 4 Minuten. Beim zweiten haben wir noch 20 Minuten abgebrochen und bei der dritten Variante sind wir wieder ungefähr bei dem Wert der ersten. Zurückzuführen ist das vermutlich auf eine Fahrspur von einem landwirtschaftlichen Gerät, einer Maschine, die während der Kleegrasernte in der letzten Vegetationsdauer hier drüber gefahren ist. Ja, also wir haben jetzt hier diesen Test jetzt einige Male durchgeführt und mein erster Eindruck ist, es ist schön einfach zu handhaben, das ist mit einfachen Mitteln zu machen. Das hat mich erst sehr positiv beeindruckt. Was ich noch im Moment schwierig finde, ist die Wiederholbarkeit, weil wir gesehen haben, dass geringe Beeinflussungen doch eine große Wirkung haben, sei es nun Regenwurmlöcher oder sei es Faktoren, die wir im Moment noch nicht so richtig abschätzen können. Wir stehen jetzt hier auf einem ehemaligen Kartoffelacker mit Nachfrucht Dinkel und scheinen da jetzt relativ gleichmäßige Ergebnisse und auch wiederholbare Ergebnisse zu haben. Während wir eben auf dem Kleegras, wo ich eigentlich eine gleichmäßige Durchwurzelung erwartet hatte und dementsprechend gleichmäßige Ergebnisse erwartet habe, da waren die überraschend unterschiedlich. Ich müsste jetzt hier einfach noch ein paar mehr Tests machen. Das muss ich jetzt nicht in so einer Kälte machen wie heute. Aber wenn ich noch mal Zeit hätte, würde ich mir so einen Ring einfach noch ein paar Mal nehmen und es ausprobieren, ob ich wiederholbare Ergebnisse erziele. Ziel könnte dann sein, dass man tatsächlich für sich oder auch für den Lohnunternehmer mal einen Nachweis hat, so hier, wo Bodenverdichtungen sind, wo du mit den Spuren, mit den Treckerspuren Bodenverdichtungen geschaffen hast, ist die Aufnahmefähigkeit des Bodens für Starkniederschläge geringer geworden aufgrund dieser Befahrung. Und wenn ich das dann tatsächlich mal nachweislich hätte mit so einem einfachen Test, wäre das toll. Also die Einfachheit des Testes beflügelt mich zumindest, es nochmal auszuprobieren und ja, dann müssen wir mal sehen. Ich glaube, das ist dann hier noch zu kurz.